Hi, willkommen zu einer neuen Folge von MySupra.de. Wie ihr das letzte Mal gesehen habt, haben wir Motorgetriebe, Antriebswelle, Kardanwelle, Differential, Tank, Klimaanlage, alles schon rausgenommen. In dem Video seht ihr auch noch, wie ich die Leitung vorne komplett entferne, dass wirklich alles soweit clean ist zum Trockeneinstrahlen. Ich habe jetzt endlich wieder Geschenke bekommen. Gut, ich habe es mir selber geschenkt, das ist das andere, aber ich habe endlich ein gescheites Schweißgerät. Ich habe mich ein bisschen rumgehört, habe mich ein bisschen schlau gemacht in verschiedenen Foren mit verschiedenen Produktbewertungen und ähnliches und bin im Endeffekt immer auf das Wies Schweißgerät 160A gekommen. Es ist ein ganz normales MIG-MAG-Schweißgerät oder MIG-Schweißgerät. Habe auch schon die ersten Probeschweißungen gemacht. Es funktioniert extrem gut. Es ist kein Vergleich zu dem vorherigen, zu dem ganz normalen Fülldrahtschweißgerät, mit dem es wirklich ein Rumgebrate war. Jetzt hat man wirklich mit einer kleinen Feinjustierung, also sag ich mal nach 2 Minuten hatte ich schon wirklich gute Schweißnähte. Das werdet ihr in einem separaten Video, wo ich euch das Produkt im Detail noch vorstelle, nochmal sehen. Das einfach mal als kurzen Zwischenstand. Ich werde jetzt innen noch ein paar Sachen bereinigen. Ich werde die Motorschutzwand, die Motortrennung sozusagen, was das Blech zwischendrin ist, das ist doppelt hinterlegt. Ich werde hingehen und werde das innere Blech zum Fahrerraum wegtrennen, weil es da auch rostig hinten dran ist. Einfach soweit ist der Rest eigentlich schon wirklich vorbereitet, dass es zum Trockeneisstrahlen bringen kann. Das Einzige, was noch dran ist, sind die Achsen vorne und hinten. Die Benzinleitung ist noch durch von vorne bis hinten. Die Lenksäule ist noch drin plus Lenkrad. 2 Kabel, wo eigentlich hinten runtergehen zur Hinterachse. Und ansonsten ist wirklich alles leer. Wir sind jetzt wirklich so weit, dass wir sagen können, wir packen die Räder dran. Hauen es auf den Hänger, fahren es nach Freiburg hoch, von mir sind es ungefähr, oder es ist hinter Freiburg, von mir sind es ungefähr so Stunde 10, Stunde 15. Dann kann ich es einmal sauber Trockeneis strahlen, danach wieder hier runter und dann kann ich wirklich mit dem Aufbau beginnen, kann gucken, wo noch eventuelle Roststellen sind, kann die behandeln, kann da neue Bleche einschweißen, wenn es wirklich benötigt ist und kann im Endeffekt hingehen mit der Hohlraumversiegelung, mit dem kompletten Aufbau vom Unterboden, mit der kompletten Lackierung innen, außen, wirklich alles fertig machen, dass ich dann wirklich irgendwann mal hingehen kann und mit der Karosserie, also mit dem Bodykit Formen an sich eigentlich anfangen kann. Ich werde jetzt erstmal schauen, dass ich noch die Lenksäule wegkriege. Hintergrund ist, oder zumindest kurz abhängen kann, Hintergrund ist der, dass ich wirklich die Schutzmatte von der Zwischenwand rauskriege, dass wenn ich danach am Flexen bin oder ähnliches, dass mir da nichts in die Quere kommt und nichts anfängt zu kokeln. Also machen wir die Lenkachse oder die Lenkung an sich komplett weg. Sonst kommen wir auch besser, oder dann kommen wir auch besser an die Spritzschutzwand hin. Ich habe jetzt mal die ganze Dämmung und die Lenksäule und alles weggenommen, das heißt, es ist wirklich clean. Aber schaut es euch mal im Detail an. Ihr seht die Ecke hier oben, ihr seht die Ecken hier unten. Ihr seht, wie es hinten dran aussieht. Also es ist richtig, richtig übel. Und deshalb werde ich jetzt dieses Frontblech, diese Frontabdeckung, die von hier oben eigentlich bis hier unten runter geht, einmal komplett aufdrehen, die ganze Länge lang. Und rausnehmen, dass wir wirklich beim Trockeneisstrahlen an alle Ecken herankommen. Genauso wie es eigentlich hier aussieht. Das heißt, ich werde wahrscheinlich das Problem haben und das Bodenblech bis hierhin und da hoch auch noch komplett wegnehmen dürfen. Weil das Risiko ist mir einfach zu groß, dass ich das komplette Auto mache, das komplette Auto Trockeneisstrahle und irgendwann rostet ihr das Bodenblech durch. Vor allem, weil hier eh solche komischen Wellen sind, die ich mir nicht erklären kann. Und das sollte natürlich nicht sein. Das heißt, wahrscheinlich werde ich es bis hierhin raustrennen, die komplette Ecke rundherum bis hierher über den Getriebetunnel wieder hier runter und dann schauen wir mal, was sich hinten dran verbirgt. Das mit dem Flexen und dem Raushämmern hat jetzt einigermaßen funktioniert. Ich habe zumindest schon mal die Kanten hier unten ein bisschen frei,
Leicht angeflext, die Schweißnähte, danach mit dem Schraubenzieher rausgehebelt, beziehungsweise mit dem Hammer wirklich schön durch die Schweißpunkte durchgeschlagen. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ich habe hier insgesamt 7 Punkte. Ich dachte, es wären 8, aber hier unten, den sieht man fast nicht. Und hier drüben welche, wo wirklich Schweißpunkte durchs Blech durch sind. Und werde jetzt versuchen, wirklich mit dem separaten Schweißpunkt Bohrer sozusagen. Hat zwei verschiedene Kanten, vorne, hinten. Eine ist von der Zackung her ein bisschen stärker wie die andere, hat einen kleinen Fixierungspunkt in der Mitte. Und somit kannst du wirklich hingehen, auf die Schweißnaht oder auf den Schweißpunkt ansetzen, leicht anbohren, dann hast du vielleicht in der Mitte ein kleines Loch, aber du kannst einigermaßen gut den Schweißpunkt wirklich aufbohren. Ich habe ihn bisher noch nie verwendet, ich habe ihn aber damals bestellt, um es einfach mal auszuprobieren. Mal schauen, was rauskommt. Versuchen wir es mal. Aber du kannst wirklich schön das erste Blech durchbohren. Das heißt, du hast hier vorne den kleinen Pin. Den kannst du mit ein bisschen Kraftaufwand kannst den eindrücken. Das heißt, sobald du gegen das Blech fährst, drückst du den ein. Und wenn du ihn eingedrückt hast, dann kommen wirklich die Zähne außenrum zum Ziehen oder zum Tragen und schleifen dir oder fräsen dir wirklich nur das oberste Blech, in dem Fall das Blech, was ich weghaben will, weg. Das heißt, du hast eine saubere Trennung zwischen dem unteren Blech, dem Schweißpunkt in der Mitte und dem oberen Blech. Wenn ich das jetzt theoretisch an allen Stellen mache, wo es hier jetzt nötig ist, kann ich sauber wegtrennen. Ihr müsst im Endeffekt hingehen, müsst mit dem Pin ans Metall fahren, den leicht reindrücken, im Prinzip den Schrauber schon mal oder den Bohrer schon mal laufen lassen und dann wirklich langsam ans Metall ranfahren. Das heißt, ihr fahrt wirklich in dem Tempo ans Metall ran, drückt langsam den Pin rein und fangt langsam an, wirklich um die Schweißnaht, um den Schweißpunkt rum zu bohren, sage ich jetzt mal. Und dann fangt ihr immer oder drückt ihr immer mehr rein und somit habt ihr den Effekt, dass wirklich um den Schweißpunkt rum die Ränder abgeschliffen werden und der Schweißpunkt von dem Hintergrund Metall nach vorne hin wirklich sauber getrennt wird. Aber ihr müsst es langsam machen, drückt ihr wirklich sofort dran und fängt an zu schrauben, rutscht euch der Bohrer sofort weg. Das heißt, einfach langsam dran drücken und dann funktioniert es auch. Schauen wir mal, ob ich es jetzt so wegkriege. Ja, seht ihr, ich kriege jetzt gerade schon die gelösten Schweißnähte. Einmal das komplette Teil und danke, tschüss. Blutige Finger, aber es ist draußen. Let's have a bit of fun till I downfall.